Ich hab das Gefühl, der ist immer nicht so ganz gut gelaunt. Zu wenig geschlafen oder so. Oder sich einfach nicht um die Gegner kümmern, das ist auch eine Möglichkeit. Lass mich doch in Ruhe. Komm her. Ja, doch, klar. Ja, und nochmal. Boah, so geil, geht mit euch denn, ey. Ja. Ich bin der Rambock des Tages. Ich hab zwar einen Dodge drauf, also so ein Widder da mit Hörnern und so. Das heißt, ich ramme euch nicht, ihr mich. Jetzt geht weg. Nein, 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 nein. Das will ich sehen, wenn ich einen Porsche selbst im Drift überhole. Dass du mich dann kriegst. Oh, Porsche ist gerade abgeschmiert. Das passiert uns hoffentlich nicht. Unser Schadensbalken, das seht ihr rechts neben unserer Geschwindigkeitsanzeige, ist noch ganz okay voll da. Sollten wir doch keine Sorgen drum machen, dass unser Wagen kaputt geht. Ja, Pech gehabt. Bist du an mir vorbeigerast? Nicht auf Störkraft ein bisschen. Obwohl, das macht einen cooler aus. Und ab in die Burg. Ab in die Wand. Ja, verdammt, Oh, Steintunnel. Die Namen werden immer einfallsreicher. Und ja, die Gegner habe ich jetzt keine Probleme mit. Das ist das einzige Problem, das ich habe, sind die Bullen. Und auch diese geile Ansicht. Das muss ich mal so fahren. Das sieht ja geil aus. Wie dir das schmeckt, ne? Verdächtiger wird äußerst aggressiv. Nein. Stimmt gar nicht, lüg nicht. Man darf nicht lügen, sagt Mama immer. Falls schon ist hier, was wollen Sie bitte noch machen? Jungs, da vorne ist das Ziel, lasst mich in Ruhe. Oh Gott! Wenn das jetzt schon auf dem die Schwierigkeit gerade so heavy abgeht mit den Typen. Da möchte ich gar nicht wissen. Was hat gerade gebracht? Na egal. Möchte ich gar nicht wissen, was die auf höheren Stufen mit einem machen. Au! Ich denke ich mir da gerade nur. Komm, neuen Wagen. Ja, aber locker. Komm, noch einen neuen Wagen. Hab schon. Komm. Ach komm. 600. Aber egal, haben wir trotzdem einen Wagen. Was kriegen wir denn? Mitsubishi Motors, Lance Evolution X, Sportserie. Ja, aus gutem Grund anders. So, oh, wir haben jetzt zwei. Was haben wir denn hier oben? Wir haben einfach Title Fight. Es wird Zeit für einen Vergleich des 2010er Mitsubishi Lance Evolution X und der Subaru Impreza WRX STI. Beide sind für ihre Offroad-Tauglichkeit und ihren Speed auf der Rennstrecke bekannt, aber nur einer kann heute der hellste Stern am Firmament sein. Und das andere ist... Vanishing Point. Pagani lädt dich ein, ihre neuesten Exoten, den Zonda Cinque Roadster Probe zu fahren. Bei einem Wert von über 2 Millionen US-Dollar unter 5 gebauten Exemplaren sollst du versuchen, ihn in einem Stück zurückzubringen. Oh, das ist so ein Testfahrt. Nur was bei den Western den Vorteil hat, wir haben keine, kriegen keine Strafen, müssen aber trotzdem die Zeitlimits dafür dann stärker gesetzt. Natürlich fahre ich den in Orange, wie er auf der Packung zu sehen ist. Der bietet die vorgegebene Zeit, um Medaillen zu gewinnen. Schönes Wetter, 10 Uhr und hoffen wir geile Musik. Dann können wir wieder richtig so, boom, mit Vollgas langrasen, weil wir haben keinen Stress, keine Gegner. Das wird schon. Ja, da wollen wir. Ja, jetzt darf ich auch. Schön. Nur 1,22 haben, gut. Die Musik ist jetzt wieder geil, die ist, oh, die Musik, oh. Ich sag das viel zu oft, aber es ist halt so.
Mann. Regt mich auch auf, dass ich das so oft sage, aber mein Gott, das kann man ja nicht dran ändern. Das Spiel ist ja halt so geil mit der Musik und allem. Die Musik haben die EA-Macher wieder einen perfekten Soundtrack für das Spiel zusammengestellt. Ich merke gerade, dass unser Pagani mit nicht so gut hier drauf ist. Wir können jetzt 290 fahren. Hust. Wir schaffen die 1,22. Wenn ich jetzt hier ein bisschen mit Vollgas langkämpfe, dann klappt das. So, wo ist das Ziel? Da vorne. Gut. Das sollten wir schaffen, wenn ich jetzt keine Scheiße baue. Komm schon an das Ziel, das schaffen wir im ersten Anlauf. Schön. So gefällt mir das. Gut, mal gucken, ob wir jetzt hier genug Kopfgeld haben für den neuen Wagen. Ich hoffe es mal. Ja, haben wir. Komm noch rein. Komm schon. Komm schon. Ach, schade. Einer reicht aber auch nicht. Oh, wir haben neue Funks. Extreme Raserei. Verdächtiger. Fahndungsstufe 2. Chevrolet Camaro SS Performance Serie. Der ultimative Camaro. Da dürfen wir sicher wieder nicht fahren, weil es Performance Serie ist, habe ich das Gefühl. So, jetzt können wir erstmal nur das hier oben. Gut, dann fahren wir das. So wie es aussieht, fahren wir bei Sonne, aber mit regennasser Fahrbahn. Das ist schön. Und wir haben bisher nur den Mitsubishi frei, den kriegen wir erst mit 92.000 Kopfgeld irgendwie. Was gibt es alles für schöne Farben? Ein Blau sieht ja geil aus. Ja, die Strecke sieht sehr nass aus. Nitro ist bei Bergaufstrecken besonders effektiv. Spare es dir also für Anstiege. Lerne die Strecken kennen. Nicht alle Nebenrouten sind Abkürzungen. Ja, das habe ich auch schon gelernt. Das hast du gut bemerkt. Aber es ist immer noch Kopfgeld dafür bekommen, dass ich Zweiter werde, also total verliere, weil wir eh nur einen Gegner haben. Na okay. Oh, ich liebe es immer auf diesen 23 oder 24 Zoll, ich weiß gar nicht, wie groß der Bildschirm jetzt genau ist, Zoll Bildschirm zu zocken, weil das immer so geil ist, so voll direkt davor zu sitzen, das ist schön riesig und alles. Ich habe zwar kurz übersprungen, weil ich gerade nicht nachgedacht habe, aber egal. Ich will ihn einfach kaputt machen, das bringt auch, da habe ich mich so vorsprochen. Ich weiß jetzt die assigste Methode, die man machen kann, aber also ich hier sozial wäre. Ja, nochmal drauf. Und tschüss. Idiot. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre die Strecke viel zu oft. Ah, fuck, ich hätte ihn jetzt voll erwischen können, Mann. Und da die Offroad-fähig sind, da fahre ich doch auch hier lang, weil es schneller geht. Ich verarsche jetzt schon seinen Top-Speed. Arme Krücke. Aber ich finde cool, dass ich Lampen ausschalten kann, aber ich habe bisher noch nicht den Sinn dahinter entdeckt. Ich glaube, nur so ein kleines Gimmick. Mir gerade jetzt gerade mal auffällt, da oben im Rückspiegel werden sogar die Straße eingeblendet, auf der wir gerade fahren. Was ich auch sehr cool finde. Das wäre eigentlich total unnötig, aber wir wissen halt, wo wir dann sind. Komm, die sterben. Wir können die Gegner auch kaputt machen, das ist wie mit dem Polizeiwagen auch. Und deswegen, wenn es möglich ist, probier es doch halt, warum nicht? So, das ist ja gleich ein extremer Abriss im Nehmer natürlich. Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, da. Und tschüss. Und bremsen und rum. Aber wir sehen schon, dass das Spiel extrem arcade-lastig ist, weil zuletzt im letzten Rennen auch sind wir mit fast 300 Sachen manchmal Kurven gedriftet. Ja.
nicht so ganz realistisch, aber schon auf einem Niveau eines Gran Turismo 5. Sicherlich. Nein, sicherlich nicht, aber. So, das ist noch mehr abkürzen. Aber der Gummiband-Effekt, der eh wieder wirkt. Das ist also scheißegal, wie sehr ich abkürze. Der Gegner kriegt mich eh wieder. Warum kann ich das in der Fahrschule nicht mal so machen? So Kurven zu fahren, das kommt sicher gut. Vielleicht, wenn man den Wagen dann schön beim Heck zuerst in die Wand setzt.